So Leute, herzlich willkommen zurück zum Pokémon Trading Card, Pokémon Tower Defense. Ich mach's immer falsch, weil ich das heute auch noch aufnehmen muss. So, wir gehen in den Challenge Mode, weil mir wurde da von der lieben Eno ein netter Tipp gegeben, wie wir diese Musik nie wieder hören müssen. Der Tipp ist eigentlich total einfach, man muss es bloß wissen. Funktioniert nämlich folgendermaßen: Wir sollen die Glumandas nicht direkt entwickeln, sobald wir die Möglichkeit haben. Dann lernen sie tatsächlich eine Feuerattacke. Ich finde, das hätte man auch dran schreiben können. Aber muss man nicht. Wie dieses Spiel ja gezeigt hat, dass man es muss. Bis dahin. Bis dahin. So. Jetzt schnell hier alles. Was ist das überhaupt für ein Blasenschild? Ist es Bodyguard oder was haben die für eine Attacke drauf? Ein Kleinstein wurde gefangen. Ich versuche die Kleinstein jetzt auch mal ein bisschen cleverer zu setzen. Zum Beispiel jetzt so, dass ich gleich alle erwische, damit ich nicht so eine hohe Kleinsteinverschwendung habe. Okay, für die Geowatts brauche ich glaube ich eh 2 pro Geowatt oder gleich 3. Ein bisschen doof. Weil jetzt habe ich nicht genug gefangen. Oh, diese Musik. Die macht einen auch unsagbar nervös. Oh, ich hasse das. Wenn die Musik so unendlich hektisch ist. Das ist auch keine Spannung, was die kreiert. Das ist Hektik. Das kann ich nicht ab. Geräusche im Hintergrund. Die ihr bitte ignoriert einfach. Ich brauche mehr von den Viechern. Da kommt du noch und dann sind die auch weg. 3 Plätze muss ich mir freihalten. Kommen schon die nächsten Onix. So, gleich Nachschub fangen. Okay, sind immer noch keine Glumandas, das heißt, ich brauche wieder Nachschub. Ja, nochmal danke an Eno an dieser Stelle, dass sie mir den Tipp gegeben hat, dass ich die Glumandas bitte nicht sofort entwickle. Da wäre ich im Leben nicht drauf gekommen, weil ich hätte versucht, die so weit zu leveln, dass halt ihre Angriffskraft stark genug ist. Nein, nein. Moment. Kann ich dich einfach mal rauswerfen? Ne, kann ich wahrscheinlich nicht. Das hat mich jetzt leider ein Glumanda gekostet. Ich hoffe, das ist nicht mein Untergang. Okay, Level. Aber nicht entwickeln. Firefang. Aha. Das ist also das Rätselslösung. Nicht beim ersten Versuch entwickeln. Und jetzt können wir sie, denke ich mal, entwickeln, weil jetzt haben sie ja eine Feuerattacke drauf. Wenn nicht, Eno, bitte nochmal in die Kommentare, ne? Ja, aber das macht natürlich sehr viel mehr Sinn. Das ist auch verdammt clever gelöst, muss ich sagen. Ja, da reichen auch 2. Oh, sehr schön. Das nimmt mir einen Stein vom Herzen, wenn wir hier schon mal den Pokédex kriegen. Was? Warum greift das obere denn stellenweise gar nicht mit an? Unsere Kleinsteine haben sich gesprengt. Nicht gut. Aber solange es hier noch geht, ist gut. Wir sind ja schon bei Welle 16 von 20. Ich behalte das da mal im Auge, falls dort vielleicht doch noch mal ein paar Pokémon durchkommen.
die man eventuell fangen könnte. Fände ich ja schon gut, wenn ich wieder ein paar Pokémon fangen könnte. Pokémon fangen ist ja eh immer positiv. Okay, die kriegen das echt zu zweit hin. Ich hätte jetzt gedacht, ich brauche die Kleinsteins nochmal. Ja, doch, hier kann es sein, dass ich nochmal eins einsetze. Nee, doch nicht. Nö, das machen die schon. Alles cool. Das war die letzte Welle. Danke, fülle deinen Pokédex. Geil. Danke, Eno. Jetzt haben wir einen Pokédex. Mach ich gleich mal einen Save und guck ihn mir mal an. My Achievements. Ah. Okay, Shiny Hunter, da kriege ich einen Shiny Onix für. Ja, ich habe nicht das, was ich dafür brauche. Was? Shiny Geodude habe ich aber. Das möchte ich schon mal sagen. Starmie defeated. Haben wir das nicht? Vielleicht muss ich das... Nee, Starmie haben wir nicht besiegt, genau. Kann auch sein, dass ich das Ganze nochmal machen muss. Shiny Tentacool, okay. Ja, ne? Ohne ein Elektro- oder Gras-Pokémon, ich glaub's auch. Entei Avatar Head, okay. Nee, das lassen wir jetzt erstmal beiseite. Das sind schöne Sachen, die wir damit machen können. Aber ist ja an sich nichts Wichtiges. Wir sind immer noch im Felstunnel zugange. Ich habe mich da inzwischen ein bisschen umgesehen. Das heißt, ich bin mal nach links gegangen und habe geguckt, ob wir wenigstens das schaffen. Und links schaffen wir. Das heißt, wir gehen jetzt einfach nach links statt rechts. So. Oh, sieht aus, als ob eine Gruppe Marshallow aufgetaucht ist. Beim letzten Mal war es, glaube ich, bei mir eine Gruppe Kleinstein und keine Marshallow-Gruppe. Das ist interessant. Weil das würde mich zu dem Schluss bringen, dass das hier unterschiedlich sein kann, wenn man neu startet. Ja, bei mir war das letztes Mal eine Marshallow-Gruppe. Eine Kleinstein-Gruppe. Das bedeutet, das wechselt tatsächlich. Jetzt habe ich natürlich meine Chance verpasst, die Viecher zu fangen. Weil ich so abgelenkt davon war, dass es halt keine Kleinsteins sind. Weil damit habe ich jetzt felsenfest gerechnet. Na, Kampf-Pokémon sind ein bisschen stärker als die Gesteintypen, zumindest gegen uns, aber ist okay. Ihr seht ja, wir haben eigentlich kein Problem. Und du greifst mir gerade noch ein bisschen zu schwach an mit dem Eispunch. Wir gehen mal auf Kampf. Ich weiß nicht, wie Kampf gegen Kampf wirkt, aber das wird schon passen. Oder Kampf gegen Gift ist, glaube ich, gar nicht mal so. Okay, vielleicht doch den Bubble Beam. Nee, komm, wir gehen zurück auf Eispunch. Boostet sie weg. Hier gebe ich auch mal den Giga-Impact, nur zur Sicherheit. So, wir beschleunigen das Ganze mal. Zumindest ein bisschen, weil ich möchte auch nicht hier die ganze Zeit in dieser Höhle festhängen. Wir haben auch unheimlich viel Geld. Ich gebe das schon immer für irgendwas Sinnloses aus. Und trotzdem. So, jetzt können wir wieder links oder rechts gehen. Ich gehe wieder nach links. Ah, Zubats sind aufgetaucht. Gut, Zubats enthalten ja, glaube ich, das den Typ Flug noch mit. Bedeutet, die Pokémon, die jetzt hier am meisten in Mitleidenschaft gezogen sind, sind natürlich die, die irgendwie gegen Flug effektiv sind. Ja, das passt so. Oh Gott, die haben ja schon bei den Zubats Probleme. Wenn da nochmal was anderes mitkommt, da ist vorbei. Zumindest auf der linken Seite.
Hätte ich den Double Edge doch nicht verlernen sollen. Schade. Aber egal, was soll's. Das war knapp. Wenn der Hyperstrahl eine bisschen geringere Cooldown hätte, dann wäre gut. So, komm. Geh mal drauf. Ich hab zwar ein bisschen Sorge, aber... Die haben ja keine Bonbons, also insofern spielt es da wirklich eine Rolle, ob ich hier mal eins entkommen lasse oder nicht. Ich glaube nämlich eigentlich nicht. Ich glaube, das kann ich auch auf dreifach beschleunigen. Da war noch ein Kleinstein mal mit dabei, das haben sie einfach weggeputzt. Gehen wir wieder nach links? Ich gehe jetzt immer nach links. So ein bisschen wieder. Stehe aber, glaube ich, immer wieder am Ausgang. Kann das sein? Heißt es, ich komme hier gar nicht vom Fleck auf diesem Wege? Das wäre natürlich extrem dämlich, wenn ich das auf dem Weg gar nicht schaffen kann. Wir machen das jetzt einfach im Schnelldurchlauf. Nochmal sind ja nur 10. Ja, wir stehen immer wieder im Ausgang. Ja, das kennen wir auch schon. Fangen wir mit dir an und dich wechsle ich wieder auf Eisstrahl. Dann holen wir dich rein und zum Schluss noch dich. Obwohl, das war eigentlich doof. Ja, wir machen es anders. Ja, machen wir wie sie hin. Part muss heute noch raus. Geh nach rechts. Ich habe nämlich jetzt eine Idee, wie wir es machen. So, dich. Aber dich wechseln wir jetzt gerade mal auf Donnerwelle. Dann kommst du rein und es ist ja ein Wasserflugtyp. Ja, nehmen wir einfach einen Hyperstrahl jetzt. So, dann dich gerade wieder auf Thunderbolt wechseln. Es war schon besser, wenn ich schneller gewechselt hätte, hätten wir ihn. Das ist aber echt, also diese Höhle hat es schon in sich. Habt ihr da auch gehangen oder habt ihr vielleicht noch einen Tipp für mich? Mann, ich bin dir immer sehr, sehr dankbar für alle Arten von Tipps, die ihr da geben könnt. Und hier bin ich halt immer am Überlegen, welches Pokémon ich einsetze. So, schnell auf Thunderbolt. Dich raus, dich rüber. Das war ein Hit. Ein Hit hat gefehlt. Blödes Garados, ey. Das gibt's doch nicht. Vielleicht doch ein anderes Pokémon einsetzen. So, dich dahin. Dich dahin und dir gebe ich jetzt die Donnerwelle. Obwohl, dich setze ich mal dahin und dich dahin und du mit dem Eisstrahl. So. So. Ja, das habe ich jetzt verkackt. Okay, das mit dem Eisstrahl bringt nichts, das wird einfach nicht gefroren. Aber das ist der richtige Weg. Wenn es ein Labyrinth mit mehreren solchen Kämpfen ist. Ich drehe durch. Ich drehe echt durch. Das links ist wahrscheinlich einfach, um zu trainieren. Und das rechts ist der Weg, den man wirklich gehen muss. Dann nehme ich wieder dich. Und sobald das Vieh irgendwie lahmgelegt ist, jetzt sofort auf Thunderbolt wechseln. So, dich raus, dich rüber. Komm schon, das schaffst du. Jetzt hat's ja noch mehr als eben. Das machen wir beim nächsten Mal.
Ich trainiere vielleicht offscreen noch ein bisschen. Ihr lasst mir einen Kommentar da, einen Daumen nach oben und ich sage Tschüss und bis dann. Euer Wolf.